Liebe Kameraden, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, am 19. April 1945 stand ich hier auf diesem Appellplatz des Konzentrationslagers Buchenwald und atmete als Befreiter tief die frische Luft ein. Wir waren 21.000 Überlebenden und waren glücklich in diesem Moment, wohl wissend, dass der abscheuliche Krieg noch nicht zu Ende ist und dass die Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus ein längerer Prozess sein wird. Dieses Wissen führte zu den Formulierungen in der Deklaration vom 19. April 1945, die als Schwur von Buchenwald in der Geschichte einging. Es heißt dort, wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Die vielfältigen Erfahrungen aus dem antifaschistischen Widerstand und aus den 8 Jahren der Existenz des Konzentrationslagers Buchenwald ließen uns mit ehrlicher Überzeugung diesen Schwur leisten. Für sehr viele von uns war der Schwur lebensbestimmend. Wir waren uns sicher, dass die im Lager bewährte internationale Solidarität stark motivierend sein wird. 72 Jahre sind seit diesem denkwürdigen Tag vergangen. Es waren bewegte Zeiten, ereignisreiche, schöne, aber auch schwere Jahre. Heute müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass unser Ziel nicht erreicht wurde, dass aber unsere damaligen Formulierungen höchste Aktualität besitzen. Es gilt die Bereitschaft, sich mit dem deutschen Faschismus und seinen grausamen Verbrechen weiterhin auseinanderzusetzen. Die Bereitschaft aber allein genügt nicht, in der Gesellschaft Abscheu und den Willen zu entwickeln, aktiv zu werden und zu verhindern, dass sich das nicht wiederholt, was geschah. Die Hemmschwelle, chauvinistisch, rassistisch, fremdenfeindlich, aggressiv gegenüber anderen zu denken und zu handeln, ist erheblich gesunken. Es ist schwerer geworden, für die Welt des Friedens und der Freiheit zu kämpfen. Kriege sind wieder Mittel der Politik geworden. Der Waffenhandel hat eine starke internationale Lobby. Schwere soziale Verwerfungen und Unterschiede zerren eine Welt der Freiheit ins Absurde. Weil das die Wirklichkeit ist, sind wir angesichts der Opfer von Krieg, Gewalt, faschistischen Terror, angesichts gefährlicher rechtspopulistischen Entwicklungen verpflichtet, das Bemühen um die Verwirklichung des Schwures von Buchenwald nicht einen Moment ruhen zu lassen. Die Kräfte unserer Generation nähert sich dem Ende. Den folgenden Generationen kommt die Aufgabe zu, das Mahnen und Gedenken im Buchenwald aufrechtzuerhalten. Das wird nur möglich sein,
wenn im solidarischen Miteinander über alle konventionellen und weltanschaulichen Grenzen hinweg jede Möglichkeit genutzt wird, den dramatischen Wachsen rechtspopulistischer und neofaschistischer Haltung und Taten konsequent Einhalt zu gebieten. Dessen eingedenk ist es wichtig, im breiten Bündnis gesunde Kompromissbereitschaft zu entwickeln, denn Kompromisse besiegen die Feindschaft. Dringend notwendig ist, dass den Nachfolgenden staatliche Unterstützung gewährt und die Möglichkeit geschaffen wird, gesamtgesellschaftlich wirksam zu werden. Antifaschismus ist nicht antivariales Überlebendes. Er muss ohne Einschränkung und ohne den Zeitgeist zu bedienen, an junge Generationen vermittelt werden, so wie er gelebt und erlebt wurde. Mahnen und Gedenken bedeutet, die Forderungen des Schwures von Buchenwald in seiner Gesamtheit vor jeder Verfälschung zu bewahren und alles zu unternehmen, dass sie Wirklichkeit werden können. Es gilt, den Schwur vom Buchenwald nicht zu deuten, von niemandem. Was könnte erstrebenswerter sein als eine Welt des Friedens und der Freiheit, als eine von den Wurzeln des Faschismus befreite Welt? Ich habe Vertrauen in die Kraft und die von der Klugheit der uns Nachfolgenden, in ihrem politischen Willen, das Vernünftigste zu tun. In diesem Sinne möchte ich meine Worte, die ich anschließend eine Auszeichnung erhalten habe und am 27. Januar hier in Erfurt betont habe. Es sind die Worte von dem Dichter Johannes Erbecher. Friede, Friede sei auf Erden. Menschen, lasst uns Menschen werden. Ich danke.